So, alle Krankheitssymptome habe ich mit Medikamenten unterdrückt. Ich freue mich auf diese Woche. Diese Woche wird echt krass, denn nicht nur heute Promi Big Brother. Morgen Aufzeichnung. 3 gegen 1. Tim Melzer, Elton. Laura von Tora moderiert. RTL hat schon gesagt, die letzten Shows waren alles Kindergeburtstag. Haben die gesagt? Ich habe keinen Bock auf Höhe wieder. Ich werde wieder, und ich habe schon mit den anderen beiden gesprochen. Ja, wir sind angeschlagen. Da geht das Gejammer schon los. Und die, weißt du, die stellen mich immer hin in der Show, wie wenn ich bin ja der Junge. Ich bin ja der. Das stimmt natürlich auch. Ich muss es wieder rausreißen. Ich freue mich drauf. Wir haben 2 Aufzeichnungen davon diese Woche. Und dann noch Western Camp. Ich weiß gar nicht, woher ich es nehmen soll. Heute erstmal Promi Night. Ich habe aber so Bock auf diese Woche. Western Camp ist Western Camp. Western reiten. Woo, howdy, howdy. Creators sind mit dabei. Das wird geistkrank. Lagerfeuer, Gitarren. Ich freue mich. So, bin bei Promi Big Brother. Krieg noch schön. Ja. Hallo, und der, Kinder. Der Matchmaster, Robby Hunke. Noch nicht in Schiedsrichterjacke. Hey, schaltet gleich ein. Promi Big Brother, was heute hier abgeht. Also heute verspricht... Nee, wirklich, ich sag's euch, ich hab gerade gehört, was für wild. Spiele. Wild. Und ich kauf auch noch ein und geh zu den Bewohnern rein. Es knallt heute richtig. Halli, hallo, Hallöchen, wie haben wir denn da? Hey, Dieter und Knossi, heute live bei Promi WB im Kiosk. Und da wird nicht nur ein Bierchen gezischt. Ja, aber sowas sagt. Da wird gerockt. Seid am Start, schaltet ein. Das Überraschung, ist Überraschung. Weißt du schon, was du kaufst? Ich kaufe heute mal Cola Zero. Cola Zero. Das kaufe ich heute. Also einschalten. Und ich schalte 20.15 Uhr los. Lass knacken. Freunde. Jetzt sind da noch die Promi Big Brother Bewohner drin. Aber nur noch ein bisschen über eine Woche. Dann ziehen wir wieder ein. Bei Big Brother Knossi Edition. Dann geht's durch diese Tür. Leute, und ich werde jetzt gleich in Sat.1 ein paar Namen nennen. Könnt ihr nicht glauben. Alle Infos jetzt, Sat.1. Martin, Jens, wir müssen jetzt ein Foto für mein Insta machen. Ich bin drin im Späti. Den wird's auch bei meiner Big Brother Staffel geht's in einer Woche auf Kruse. Spaß. Wir machen Foto. Oh, wir sind aber auch schon außer Atem. Sallys Welt wird da sein. Kennt ihr Sallys Welt? Ja, na klar. Ja. Ich hoffe, es gibt nicht nur Haferflocken und die kann was Schönes backen. Das wäre ja auch mal ganz das schön. Das wird sie bestimmt. Ja. Wir haben dabei Vera Entwehn. Verrückt. Die sehr kocht gut. Ja auch. Das heißt, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Heute noch mit ihr telefoniert. Sie wird da sein. Wir haben sowas wie, wir haben Tagesgäste, wir haben Leute, die über den ganzen Zeitraum dabei sind. Und wir haben dabei Katja Burkhardt. Oh. Das ist doch der Wahnsinn. Ich freue mich da so sehr. Da kommt ein bisschen Herz ins Spiel. Das finde ich sehr schön. Was kaufst du ein? Ich bin auf, meine Mutter schickt mir schon den ganzen Tag Sprachnachrichten. Sie hat mir jetzt nochmal die letzte Sprachnachricht. Ich kann das euch dann nicht mal abspielen? Oder ja, spiel es ab. Meine Mutter schickt dein Mikro, dann hören wir dich auch. Ja, meine Mutter schickt, wo habe ich denn das? Hier. Meine Mutter schickt mir sowas wie? 2x Kartoffeln, 2x Reis, 1x Curry-Ketchup oder normales Ketchup. wenn du siehst, Gemüsedosen, wenn du siehst, Zwiebeln. Wenn du aber nur wenn du siehst, wenn du suchen musst, ist scheiße. Nur wenn du siehst. Wenn du siehst, unter der Theke gleich Schokolade, da liegt alles. Milchschokolade, unser Zeug. Also deine Mutter weiß, was Menschen brauchen, die ausgezehrt sind. Ja, die macht sich richtig Sorgen. Dieter, komm mal schnell! Es ist wirklich wahr, ich habe Dieter eingeladen zu unserem Big Brother. Vielleicht wird er den Kiosk managen. Er wird Kiosk Manager. Ich glaube, wir werden uns was einfallen lassen. Sehr geil. Du bist da, willst du kommen? Wenn du sagst, ich soll kommen, dann komme ich. Dieter, ihr werdet Dieter live erleben bei mir. Ab der 25. Mega, also ich freue mich riesig. Ich freue mich. Er ist dabei. Komm. Gut, so gut. Alles gut, tipptopp. Ja? Ist nicht peinlich? So, du sollst auf nichts hören, was deine Frau dir gesagt hat. Du machst alles perfekt. Ja? Warte ein bisschen. Sehr gut. Das machst du am Arm, Alter. Ja, am Arm. So, wow. Dankeschön. Ey, voll geil. Ja. Ciao. Danke für die vielen Nachrichten. Ich bin schon im Hotel. Ich habe morgen Aufzeichnung 3 gegen 1. 12 geisteskranke Spiele mit Tim Melzer, Elton. Riesenstudio, Live-Publikum, große Aufbauten. Deswegen, weil viele fragen, warum bin ich nicht in der Late-Night-Show da? Weil ich muss ins Bett. Und viele fragen mich auch, wo findet denn diese Big Brother Knossi Edition statt? Also letztes Jahr natürlich auf meinem Twitch-Kanal, Freunde der Sonne. Also schaltet ein, ihr werdet es finden. Einfach hier bei Instagram weiter verfolgen. Ich werde hier viele, viele Sachen posten. Es wird wieder geisteskrank werden. Letztes Jahr 8 Millionen Unique Views. Also das war, Freunde, das war unglaublich. 8 Millionen Quote. So heißt das dann bei euch im Fernsehen oder so bei uns im Internet. Seid dabei. Ich freue mich total, wenn auch neue Leute von euch sich das anschauen, weil es werden tolle Kandidaten. Es werden 3 Tage positiv Big Brother. Eigentlich zu den Anfängen zurück mit wirklich voller Freude alle. Wir sitzen da also, schalten so ein bisschen rum. Plötzlich ist da der Knossi bei Big Brother.
freue ich mich immer, weil ihr wisst ja, wie sehr ich den Knossi mag. Und dann erzählt er, dass er ja immer, wenn die Staffel Big Brother vorbei ist, eine Knossi-Edition macht. Und dann sagt er, wer da alles dabei ist. Und bups, ist da mein Name. Ja. Und danach mein Handy. Bing, 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 bing. Ja, so. Und jetzt wollt ihr wissen, was das alles bedeutet, oder? Ey, ich hab gleich 3 gegen 1 Show. Hotelalarm.